Yo, ich bin der Typ, der seit Anfang an Fortnite spielt und schon über 40.000 Euro in seinen Account reingesteckt hat. Wieso hast du denn den völligen Bezug zum Leben verloren? Das kann doch nicht sein. Und natürlich einen Haufen Zeit, Leute. Ich will nicht wissen, wie viel Spielzeit wir überhaupt haben. Und heute mache ich das Video, vor das ich mich schon sehr, sehr lange gedrückt habe. Und zwar, ich werde euch meinen kompletten Fortnite-Account zeigen, und in den ich schon über 40.000 Euro reingesteckt habe und sogar schon ein Angebot von über 50.000 Euro bekommen habe. Die Story werde ich euch auch noch erzählen, Leute. Wir sind drinne. Ich werde euch jetzt so ein bisschen was zeigen, wovon ich denke, dass das selten ist, oder zumindest, vielleicht seht ihr das Video jetzt auch ein bisschen später und das war jetzt mittlerweile schon im Itemshop drin gewesen und ist nicht mehr so selten. Ich habe jetzt aber auch gar keinen Plan, was jetzt hier wirklich so ultra krass ist. Wir gehen einfach mal alles durch, Leute, und zwar Kontolevel 3379 haben, glaube ich, die wenigsten in Deutschland. Also ich kenne bis dato keinen, der ein höheres Kontolevel hat als ich, Leute. Wie ihr wisst, wir suchten immer absolut durch, haben alle Level immer geholt. Ich weiß nicht, vielleicht TutuTV, weil der spielt auch nicht mehr aktiv. Und viele haben so um die 2500 DOGs, weil es gibt halt Leute, die auch mal ab und zu aufgehört haben, nicht mehr spielen. Und ihr wisst, ich habe die ganze Zeit durchgesuchtet. Und deswegen, Leute, mein Account ist nicht gekauft oder sonst was, weil das ist erstmal nicht erlaubt. Zweitens, ich habe mir wirklich alles selber gekauft von Anfang an und deswegen fehlt mir vielleicht, also es fehlen mir nicht viele Skins, aber es fehlen mir vielleicht ein, zwei Sachen, aber ich bin sehr zufrieden, Leute. Wir haben hier wirklich viel Energie allgemein auch in die ganzen Aufgaben gesteckt und alles freizuschalten. Es ist wirklich der Wahnsinn und ich habe da wirklich mal ein serious Angebot von einem Bekannten bekommen. Name sage ich hier nicht, aber über 50.000 Euro hat er mir geboten für meinen Fortnite-Account. Werde ich natürlich nicht abgeben, weil, Leute, erstens, wie gesagt, ist es nicht erlaubt. Zweitens, Bro, das ist irgendwie, gehört irgendwie zu meinem Leben mit dazu, wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie was Besonderes, man hat lange hierfür hingearbeitet und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich hier reingucke und ihr freut euch meistens auch, das finde ich irgendwie cool. Wir gehen kurz rein bei Banner. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Banner-Experte, das ist hier auf jeden Fall ein seltenes Level-Banner gewesen. Das hat man damals bekommen, glaube ich, wenn man Level 300 erreicht hat. Sieht relativ cool aus, habe ich jetzt auch erst entdeckt, wo ich gerade das alles so ein bisschen mal durchgegangen bin. Dann haben wir natürlich hier das seltene Battle-Bus-Banner. Das hat man damals in der Season 1 bekommen, wenn man Level 10 erreicht hat. Also wenn ihr damit einen seht, dann wisst ihr, okay, das ist ein Season 1-Spieler. Schon sehr, sehr selten. Dann haben wir hier noch Leute, damals war es ja so gewesen, es gab ja nur die Level 1 bis 100. Und Level 100 zu erreichen, das war schon... Da musste man schon ordentlich durchzocken, sage ich euch so, wie es ist. Da musste man viel Fortnite spielen. Und ich habe es einmal in der Season 9, glaube ich, ist der Banner durch, oder Season 8 durchgezogen und habe mir noch diesen Banner hier gesichert. Sehr, sehr seltener Banner, Leute. Werdet ihr wenig Leute sehen, die einen 100er Banner haben. Wenn ihr einen seht mit einem 100er Banner, wisst ihr direkt, da sollte man Acht geben. Ist auf jeden Fall ein Schwitzer. Ich weiß auch nicht, hier dieser... Ja, Skulls, Dings, Banner hier, ist auch noch hier von diesem Level, das ist quasi, glaube ich, Level 100 gewesen oder so. Ich weiß halt auch nicht, ich kenne mich jetzt nicht so aus, das waren halt so die, das sind hier eigentlich so die seltensten, die ich kenne halt. So, ich weiß nicht, ob jetzt hier noch ein ultra krass seltenes Banner dabei ist. Bei den Skins und so kenne ich mich relativ gut aus, aber Banner-technisch bin ich absolut raus. Ich weiß, es gibt so ein Alpha-Banner, das haben Leute bekommen, die halt Fortnite in der Alpha getestet haben. Dann gibt es irgendwie noch so ein anderes Spezialbanner da. Epic Games Mitarbeiter oder so, keine Ahnung. Hier Double Pumpgun Banner. Ja, ist jetzt, wie gesagt, juckt mich auch nicht. Ich habe meist immer entweder das 100er Banner, das drin oder so. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt so krasse Sachen habe. Dann haben wir hier Ladebildschirme. Können wir auch mal reingehen. Und zwar bei Seasons, nämlich die Ladenbildschirme, gab es ja damals im Battle Pass immer drin. Und das sind halt auch extrem selten. Ne? Und OG Loading Screens, die halt so die Leute nicht mehr bekommen werden, ne, Leute, das ist halt von damals hier, Season 3, Season 4, ihr seht halt hier, das ist alles Geschichte von Fortnite, das ist wirklich, das kann man hier wie so ein Bilderbuch durchgucken, man kann sich so die alten Sachen angucken, wie sich das so weiterentwickelt hat, hier Season 4, man weiß dann auch immer einfach die Erinnerung von der Season wieder, wenn man das sieht, habe ich meist auch hier auf zufällig gestellt, weil, wie gesagt, dann wechselt das halt alles mal durch und man sieht halt immer neue Banners, finde ich ganz cool, es gibt sogar zwei animierte, okay. Ach so, das hier einmal animiert. Aber warum sieht man das hier nicht animiert? Ich glaube, dass hier dieser Hybrid der Dings, okay. Ja, sind auch, haben wir hier 337 Loading Screens. Ich werde euch jetzt nicht jeden einzelnen zeigen, weil ich glaube auch einfach, das wird euch gar nicht jucken. Ja, ist cool zu haben. Werde ich auf zufällig stellen und dann haben wir halt immer zufällige Mana. Ist auch cool. Musik, Leute. Ich habe die Musik immer gemutet. Ich kaufe mir die auch gar nicht. Meist kriege ich die von irgendwelchen Leuten geschenkt, die ich auf der Freundesliste habe. Haben wir 87 Stück. Juckt mich absolut gar nicht, die Musik.
Weiß ich nicht. Habe ich auch nicht gesammelt und bin ich auch nicht irgendwie drauf krass eingegangen. Dann haben wir hier noch die Lackierungen, muss ich auch sagen. Ich habe jetzt ein paar selten rausgesucht, 5 Stück, die sehr selten sind. Und zwar haben wir hier einmal die Konvergenztarnung. War jetzt 982 Tage nicht im Itemshop gewesen. Leute, die Konvergenztarnung, ja, 982 Tage nicht im Shop gewesen. Die Essenztarnung, 951 Tage nicht. Dann haben wir hier noch eine wirklich geile Tarnung. Und zwar die Tendrilstarnung. Tentakeltarnung heißt die auf Deutsch, okay. Sieht richtig sick aus, muss ich sagen. Habe ich so auch noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. War jetzt 882 Tage nicht im Shop drin gewesen. 911 Tage der White Dragon. Und dann haben wir hier noch diese Uhrzeit-Tarnung. Keine Ahnung, da sind so Uhren drauf. Zeitmechanismus. Sieht auch ganz cool aus. Dann haben wir natürlich noch einige wirkliche Granaten, muss man sagen. Weil viele Tarnungen waren in den Battle-Pässen drin. Das heißt, die kriegt man heutzutage auch nicht mehr, wie unter anderem hier, glaube ich, die Zuckerstange und so. Das sind halt Sachen, die werdet ihr nicht mehr sehen. Ich werde euch aber auch nur kleine Ausschnitte zeigen. Einer meiner Lieblingstarnungen, die ich jetzt auch wieder entdeckt habe. Übrigens, Magma-Tarnung war die erste animierte Tarnung überhaupt, die richtig krank aussah. Season 8, glaube ich, war auch im Battle Pass gewesen. Gibt's so nicht mehr. Ganz cool ist auch ein Flex, würde ich jetzt fast sagen. Aber welche ich wirklich krass finde, ist die hier. Mich wundert's, dass sie noch erlaubt ist. Aber Leute, guckt euch das an. Bro, das ist doch... Das habe ich jetzt erst entdeckt. Das ist doch unfair. Das sieht doch schon wie hackenmäßig aus, oder? Man denkt doch direkt, ein Hacker ist unterwegs, wenn da einer mit Boot oder mit Flugzeug oder was auch immer kommt. Fand ich sehr interessant. Es gibt schon einige wirklich krasse. Habe ich meist auch auf zufällig gestellt, weil... Boah, das sieht aber auch wild aus, ne? Also... Gibt schon ein paar echt crazy Sachen. Ich glaube auch, manche wird Fortnite gar nicht mehr reinhauen. Also viele sind natürlich auch aus dem Battle Pass. Oha, hä? Okay. Ey, das ist, Leute, das auf dem Helikopter ist auch unfair, weil wenn man im Himmel fliegt und so einen blauen Okay, also ich bin gespannt. Ich glaube halt, wie gesagt, manche werden auch gar nicht mehr reinkommen, weil die auch competitive-mäßig, glaube ich, ein bisschen unfair sind. Haben wir eigentlich auch durch die Brandweite... Sieht auch sick aus, ne? Durch die Brandbreite hier alle Tarnungen, alles durch. Aber habe ich jetzt auch keine Lieblings... Nee, ist so cool. Boah, das sieht auch lustig aus hier. Ja, schöne Dinger hier. Gibt es hier noch irgendwas, was besonders auffällt? Ja, nee, gibt es ja so klar. Alle krass. Aber... Ja, so ein kleiner... Boah, das sieht auch wild aus, ne? Ich hatte hier noch so eine blaue Tarnung vorhin gesehen. Gucken, dann finden wir die noch wieder hier. Ja, es würde halt Real Talk zu lange dauern, alle durchzugucken, weil die sehen, das Geile ist, es gibt ja auch diese Tarnungsskins, da sehen auch die Dinger auch nochmal echt brutal aus. Wird man wahrscheinlich in 10 Jahren dann auch nochmal sagen, oh, boah, was für geile Tarnungen man hier hat. Dann gehen wir kurz rein, Leute, in die Contrails. Habe ich meistens auch auf zufällig gestellt, dass man halt immer viele sieht. Ist aber auch jetzt nicht so, also ich nehme meist welche, die nicht so nerven, weil manchmal nerven die auch ein bisschen. Kam das erste Mal Season 3, wurden sie hinzugefügt im Battle Pass. Ist quasi dann das erste Mal, dass man so einen krassen Effekt hatte, wenn man runtergefallen ist. Besondere kann man jetzt sagen, eigentlich hier Flammen. Ich finde die sehr, sehr, also die nervt beim Runterfliegen. Aber wenn man die hat, Leute, die ist aus, glaube ich, aus Season 3. Ist die aus Season 3? Warte mal. Ich glaube, die war aus Season 4. Wenn ihr so einen zum Beispiel seht, weil die ist relativ unique, muss man sagen, wisst ihr direkt, okay, das ist ein OG-Spieler. Ja, haben wir hier noch welche aus, keine Ahnung, Valentinstag, alles rum und dran. Aber gibt es jetzt auch nicht so einen, wo ich sage, der ist noch ganz cool. Ja, ist jetzt halt nicht sowas, wo ich sage, Bro, spiele ich jetzt, ist ein Must-Have. Ich glaube, auch die meisten wissen gar nicht, was sie hier haben oder wenn die das sehen. Man achtet halt auch gar nicht so richtig drauf. Wisst ihr, was ich meine? Achtet ihr auf Contrails bei Gegnern? Also habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung. Ja, sind hier einige coole mit dabei. Die meisten halt exclusive, weil die halt alle aus dem Battle Pass sind. Wird es so nicht mehr in-game geben. Deswegen viele sehr, sehr besonders. Ist aber auch... Wir gehen weiter, Leute. Jetzt kommen wir nämlich zu den interessantesten Teilen. Wir gehen direkt Hängegleiter rein. Ich habe mir hier extra die Mühe gemacht, Leute. Und habe nämlich, es gibt eine Liste, wo man sehen kann, welche Hängegleiter zuletzt im Itemshop waren. Und das ist hier eine Liste, Leute. Diese Hängegleiter waren alle über 1000 Tage nicht im Itemshop drin gewesen und sind damit die seltensten überhaupt. Aber nicht alle, wie zum Beispiel, das ist, glaube ich, ein Hängegleiter gewesen. Den hat man aus dem Battle Pass oder eine Challenge bekommen damals. Season 3, Leute. Ich glaube, der war Battle Pass gewesen.
ein sehr, sehr krasser Ringgleiter, meiner Meinung nach, weil hier, wenn ihr nach links oder rechts fliegt, blinkt das quasi wie so ein Auto. Sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Dann haben wir hier noch natürlich den Funkel-Spezialisten-Hängegleiter, ist auch ein OG-Teil. Der war auch schon über 1100 Tage nicht im Itemshop drin. Aus der Season 3, Leute. Auch ein aus der Season 1, Leute, der Wolkenschlaggleiter. Ein richtig geiles Ding. War damals öfters mal im Shop drin gewesen, aber wie gesagt, jetzt auch schon über 1200 Tage nicht. Dann haben wir hier noch, ich denke mal, die meisten werden die hier gar nicht kennen. Wie gesagt, alle, die ihr hier seht, Leute, über 1000 Tage nicht im Shop gewesen. Auch der hier, das ist, glaube ich, der zweitseltenste Gleiter aktuell. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. Ihr wisst es wahrscheinlich besser. Irgendeiner hiervon. Dann haben wir hier noch luftiges Lager. Lol. Pff, das sind einfach so Kopfkissen drin. Marco-Gleiter, Leute. Season 1. Musste man ein gewisses Level, glaube ich, erreichen, um sich den zu kaufen. Ich weiß es nicht mehr. Auch ein extrem seltenes Ding. Wenn ihr den seht bei jemandem, dann wisst ihr auf jeden Fall, der war früh mit dabei gewesen. Stoßszene-Gleiter, der ist auch geil hier, Leute. Der Jolly Roger, weil er hier mich so ein bisschen an Sky Trooper erinnert. Hier dann noch so ein. Wir können jetzt nochmal hier noch. Das sind halt wirklich nur diese ganz exklusiven Dinger. Wir gehen jetzt nochmal bei alle rein. Und dann können wir nochmal gucken hier bei Seasons. Wir haben natürlich, wartet mal, Schirme, Leute. Alle Sieger, also überlegt mal, ich spiele seit Season 1, Leute. Und jede Season habe ich mindestens einen Sieg geholt und habe dafür einen Gewinnerschirm bekommen. Season 2, wir können ja mal durch, hier seht ihr halt alles nach Seasons geordnet. Season 2, Season 3, Season 4. Wir haben wirklich jede Season gespielt, Leute. Jede Season mindestens einen Win geholt und haben damit halt, ja, das sind die seltensten einfach, ne? Muss man einfach sagen. Besonders hier Schneeflocke, Leute, ist aus der Season 2 damals gewesen. Bis aktuell, das ist der aktuellste hier. Man sieht auch, wie sich das weiterentwickelt hat, ne? Bum, bum, bum. Die wohnen halt hier immer krasser und spezieller. Sehen immer wilder aus. Einfach immer schön zu sehen. Ist auch eine krasse Erinnerung, meiner Meinung nach. Ich finde, der fällt hier auch mit immer am meisten auf. Einer, der noch für wirklich die Bear Force One, Leute, hat wirklich damals für viel Aufsehen erregt, weil damals Valentinstag war es ein, das ist ein riesen Hängegleiter, Leute. Wenn man den ausgerüstet hat, der geht gefühlt über die ganze Karte. Einfach ein krasses Ding. Für viel Furore gesorgt. Viele Leute haben den extrem gefeiert. Dann hier noch aus dem Battle Pass damals. Der Prisma-Gleiter war auch eine Zeit lang extrem selten, glaube ich, gewesen. So wie der Wackelaugengleiter. Der war auch, Leute, über 1200 Tage mal nicht im Shop drin gewesen. Habe ich jetzt einen Lieblingshängegleiter? Muss ich auch hier sagen, habe ich meist auf zufällig gestellt. Eigentlich einen Lieblingshängegleiter habe ich nicht. Gibt irgendwie viele besondere, besonders hier die Autos und so, finde ich, sehen extrem cool aus. Spielt aber keiner, weil sie halt extrem groß sind und Fortnite mittlerweile wirklich sehr, sehr competitive-mäßig geworden ist. Dass man sieht halt einfach nichts, ne? Ist schade hier. Luftrettung. Bro, das ist auch hier so ein absolut großer Hängegleiter. Das Auto hier, das feiere ich aber auch. Habe ich mal eine Zeit lang gespielt, einfach weil auch coole Mucke da rauskommt. Hört ihr das? Geil. Ja, der Laserfisch. Auch cooles Geschichte hier. Gibt es jetzt hier noch irgendeinen, den ich hier... Hier natürlich vom Galaxy-Skin, Leute. Auch ein sehr seltener Hängegleiter. Ich würde auch behaupten, dass wir den seltensten Spind in ganz Deutschland haben. Ich glaube, niemand hat so... Auch der hier, Leute, den wird es auch nicht mehr geben. Den konnte man damals seinen Freunden zum Valentinstag kostenlos schenken. Wird es nie wieder geben, das Ding, ne? Das ist halt auch absoluter OG-Seltenheit. Hängegleiter. Es gibt halt wirklich Verrückte. Was Fortnite hier teilweise für Gleiter reingebracht hat, die Fantasie ist da auf jeden Fall grenzenlos gewesen. Hä? Den kenne ich gar nicht. Bro, was ist das für ein Hängegleiter? Tiefflugtraktor. Sieht ja auch absolut lustig aus. Ja, dann haben wir den hier noch. Oh, der ist auch entspannt, ne? Der ist auch nice. Der Sound hier ist auch sehr, sehr cool. Ja, dann haben wir hier noch die Verrückten aus Star Wars. Ich weiß gar nicht, auch manche gab es, glaube ich, aus Challenges und so. Den finde ich auch sehr, sehr lustig. Den Millennium Falcon, Leute. Gab es ja damals zu, ich glaube, Weihnachtszeit. Kann das sein? Auch ein wildes Ding. Natürlich das Astro World Travis Scott Ding hier. Alles dabei, Leute. Boah, ey, wenn ich das hier gerade nochmal sehe, was für seltene Dinger hier alles sind. Krass. Oh, was, das stimmt, das war der hier. Skelettsegel. Oh, ey, das sind auch Dinger hier. Auch das hier, Leute. Ich habe
Die hängen leider nie gespielt, wenn ich gerade mal so sehe. Ich hab's nie gespielt. Es ist Wahnsinn. Ist der hier aus Battle Pass? Ich weiß es gar nicht, aber der ist auch geisteskrank. Sind halt auch viele, die es auch nicht mehr geben wird. Ich meine jetzt auch nur so einen kleinen Überblick, weil es ist einfach zu viel sonst. Okay, hier so ein Flugzeug, dann hier... Boah, die Mondrakete ist auch krass eigentlich. Ich glaube, die war auch aus dem Battle Pass, ne? Schöne Dinger. Jetzt kommen wir langsam aber zu den wirklich interessanten Dingern. Ich habe alle seltenen Top 50 Skins, die es aktuell in den Seltenheitslisten gibt. Wir gehen aber zuerst in den Pickaxes rein. Und hier haben wir natürlich... das sind alles Pickaxes, die auch teilweise über 1000 Tage nicht drin gewesen sind. Auch einer der seltensten Pickaxes überhaupt, Rache des Marodeurs. Ich habe das komplette Renegade Raider Set, Leute. Und da gehört natürlich auch diese Pickaxe dazu. Ist einer der... Weil diese... Das ist auch eine sehr besondere Pickaxe, Leute, weil die auf sehr, sehr vielen Fortnite-Covern zu sehen war. Man musste auch, glaube ich, ein hohes Level erreichen, um die zu bekommen. Haben sehr wenig Leute. Viele haben den Renegade Raider. Wenige haben diese Pickaxe, weil... Es ist krank. Es ist wirklich eine kranke Pickaxe. Hier haben wir auch noch Pickaxes halt, die man teilweise gar nicht mehr bekommt hier. Ich weiß gar nicht, Zuckerstein, kann man die noch kriegen? Also halt viele auch aus dem Battle Pass, die es halt gar nicht mehr gibt hier. Boah, ey, wie lange das schon her ist, Leute. Season 3. Auch die hier, Leute. Imperium-Zacke. Über 1100 Tage nicht im Shop drin gewesen. Wir gehen in den Favoriten rein. Und das hier ist wirklich die Creme de la Creme. Die schlechteste Pickaxe. Wir haben die Top 20 hier auch full, ne? Also Top 20 ist full, full, full. Seltener geht's nicht aktuell im Spiel. Die schlechteste Pickaxe, die ihr hier seht, ist die hier. Und die war 1929 Tage nicht im Itemshop gewesen. Die aktuell seltenste Pickaxe im Item oder aus dem Itemshop ist der Drumbeat, Leute. 1311 Tage nicht im Itemshop drin gewesen. Absolut geisteskrank. Auch einer meiner Favoriten hier. Die sieht einfach in-game so nice aus. Man weiß direkt, 1200 Tage nicht drin gewesen. Und dann haben wir hier natürlich noch hier, das sind alles halt sehr, sehr seltene Granaten hier. Werdet ihr wahrscheinlich viele von denen noch gar nicht gesehen haben. Sehen meist, muss man sagen, relativ unspektakulär ist. Außer das Ding hier zum Beispiel. Das ist schon sowas, was auffällt, muss ich sagen. Aber die meisten sehen relativ unspektakulär aus. Und hier natürlich auch von der vom Black Widow Skin, dieser Stab. Die Black Widow ist ja auch extrem selten. Ist aktuell der zweitseltenste Skin in Fortnite. War schon Ewigkeiten nicht mehr drin gewesen. Ja, natürlich auch die seltene Pickaxe hier, Leute. AC/DC Pickaxe. Das ist zum Beispiel auch eine Pickaxe, Leute. Die gab es damals im Battle Pass. Wurde so oft genervt, die war zu laut gewesen. Damals war die zu laut gewesen, der Sound war anstrengend gewesen. Und man hat die halt so oft geupdatet, gepatcht und so, dass das wirklich schon Kultcharakter hat, dieses Ding. Jeder soll das Ding eigentlich kennen. Ja, ich weiß hier, die gibt es auch manchmal wieder im Item-Shop, aber ja, weiß ich jetzt auch nicht hier. Das sind halt, welche waren jetzt, war Pickaxes, gibt es die im Battle Pass? Gab es welche im Battle Pass? Weiß das gar nicht, Leute. Ich finde auch hier diesen Baumspalter mal ganz cool. Ist mal hier eine schöne, wie viel haben wir insgesamt? 718 Stück. Geht schon, Leute. Kann man schon haben. Hier, die ist zum Beispiel auch Omega Pickaxe, müssen wir nicht drüber reden, Leute. Sollte jeder aus dem Battle Pass kennen. Gute Dringer ist auch aus dem Battle Pass. Sehr selten mittlerweile auch. Ist ja auch schon so. Ey, das fühlt sich noch an, als wäre es gestern Season 6. So strange irgendwie, wenn ich manchmal die Sachen hier alle so sehe. Ja, ich weiß gar nicht. Wie gesagt, gibt halt ein paar seltene. Wir können mal einfach hier so, ich guck mal gerade, ob ich irgendwelche... Ja, Lieblings-Pickaxe habe ich auch nicht. Ich will da auch einfach immer querbeet, fällt ein, was mir gerade so gefällt. Aber eine All-Time-Favorite-Pickaxe, weiß ich nicht. Habe ich nicht. Sehen halt viele cool aus, ne? Man kann da gut variieren. Hier, auch die hier, die haben mir damals gefehlt, musste ich mir noch nachkaufen. Sind auch ziemlich lustig, die Dinger. Ist halt so eine... Die finde ich auch übelst geil. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch gar nicht, wo die her ist. Aber sieht fresh aus. Straßenglanz gab es ja hier zu den einen Skin dazu. Dann haben wir hier noch die Star Wars Pickaxes, die auch sehr besonders sind, meiner Meinung nach. Das ist jetzt hier übrigens alles nach Season sortiert. Also es wird quasi immer unseltener, wenn man so sagen will. Ich weiß aber, wie gesagt, auch hier die hier, Leute, fahre ich auch nochmal die Hulk Smashers. Das war damals so ein geiles Ding gewesen, als sie reingekommen sind. Auch, boah, das Schild sieht halt auch geil aus, ne, als Pickaxe. Habe ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. War das ein Battle Pass drin? Das war es so grob gewesen mit den Pickaxes. Es gibt vier Backblinks, die in Itemshop drin waren und die haben wir natürlich alle. Da gehen wir mal rein. Das Backbling war jetzt 531 Tage nicht im Shop. Das war 680 Tage nicht im Shop. Das hier war 786 Tage nicht im Shop und der
Rift Rock war 915 Tage nicht im Itemshop drin gewesen. Ist halt besonders, weil, wie gesagt, 917 Backblinks haben wir insgesamt, weil das halt Itemshop Backblinks sind. Ansonsten sind das natürlich meistens oder sehr viele auch aus dem Battle Pass von den dazugehörigen Skins. Kleiner Funfact auch, guck mal hier, ich habe zweimal das gleiche Schild und das gab es halt damals, weil man hat damals ein bisschen später die Backblinks hinzugefügt und dann gab es irgendwie das doppelt, weil es den Skin halt quasi einmal weiblich und einmal männlich gibt und jetzt habe ich doppelt das Schild. Das ist auch eine sehr, sehr krasse Besonderheit, muss man sagen. Das haben auch nicht viele. Dann natürlich schwarze Ritterschild, selten. Das hier ist auch, ist halt wirklich hier so viele aus dem Battle Pass, die man heutzutage gar nicht mehr sieht. Ich weiß gar nicht, war der nicht auch im Battle Pass drin? Diese Flügel, die hat damals jeder genutzt, ne? Das war so was richtig krass Besonderes gewesen. Oder die Dinger hier. Das ist einfach. Das sind halt die alten Erinnerungen, die halt hier von Captain Blaubrille, glaube ich, ist das sogar gewesen. Der seltene Skin. Wir werden auch gleich, wenn wir in die Skins reingehen. Leute, ich weiß einfach nicht mehr. Ich habe den Überblick irgendwann verloren. Wir haben über 1260 Skins. Und da verliert man einfach den Überblick. Ich habe auch kein Lieblings-Backbling hier vom Galaxy-Skin, sollte klar sein. Ja, es ist halt, ich finde, das ist halt auch eine sehr geile Kombination mit dem Renegade, weil wir den gerade mal ausgewählt haben. Finde ich, sieht sehr geil aus. Rostlaube-Backbling habe ich natürlich auch. Gab es ja damals kostenlos, ist auch ein sehr, sehr krasses, seltenes Backbling. Wird es auch nie wieder so in Fortnite geben. Die Rostlaube, schönes Ding. Auch hier Rot-Ritter-Schild. Leute, der Rote Ritter-Skin war damals der erste Legendary-Skin, den wir uns geholt haben. Das war so krass da. Weil 20 Euro für einen Skin ist ja schon nicht ohne. Hier, Leute, auch hier ein sehr seltenes Backbling. Und zwar, das ist hier von Season 7. Von diesen Gefangenen gewesen. Da muss man auch Challenges und alles drum machen. Ganz wildes Ding. Ja, wenn ich jetzt hier rot gucke, ich gucke mal, ob ich hier jetzt irgendwie noch ein krasses sehe. Aber ich glaube eigentlich nicht. Die seltensten habe ich euch gleich gerade gezeigt aus dem Itemshop. Viele sind halt im Zusammenhang mit Skins. Wenn halt der Skin, also deswegen, wir gehen ja gleich rüber zu Skins, wenn der Skin lange nicht im Shop gewesen ist und die meisten haben ja zu 95% ein Backbling, habe ich eigentlich auch alle seltenen Backblings, aber ich sehe einfach nicht mehr durch. Es ist einfach zu viel geworden. Ich freue mich, dass ich alles habe, aber es ist too much. Man sieht einfach nicht mehr durch. Ihr seht auch selbst, wie lange ich hier immer hochscrollen muss. Sind halt ein paar coole Dinger dabei. Aber manche kennen sich wahrscheinlich selber aus und werden sagen, boah, krass, das ist ultra selten oder das ist halt nicht selten. Wir gehen noch einmal kurz in Tänze. Haben wir 984 Stück. Ist logisch, dass ich euch nicht alle seltenen zeige. Leute, das sind die aktuell seltensten Tänze. Die waren über 900 Tage alle nicht mehr im Itemshop drin gewesen. Wir haben auch hier fast alle Bel Air Volks. Das sind halt Sachen, die halt irgendwann wieder in den Itemshop wahrscheinlich reinkommen werden. Haben wir alles. Hier so eine besonderen Dinger hier. Boom. Dann auch hier von Black Widow, der Emote. Sind halt ein paar coole Dinger dabei, ne? Ich wusste aber auch nicht, der hier ist auch schon 900 Tage nicht im Shop gewesen. Der Dinosaurier-Emote, auch geisteskrank. Der Briesler. Selbst der hier, Leute. Auch über 900 Tage nicht im Shop gewesen. Das sind halt aktuell die aktuellen Alphas. Wir gehen noch rein einmal die Klassiker, die jeder haben sollte und jeder kennen sollte. Zahnseide. Ich glaube, das ist auch alles, viele, die sich auskennen, vorne selbst erklären, dass ich die halt habe. Hier der Wurm. Ponyritt. Alles selbsterklärend. Müsste die meisten eigentlich klar gewesen sein, dass wir die haben. Natürlich haben wir auch hier Niederlage passieren. Beste Kumpels. Ja. Da ist so ein kleiner Überblick mal. Ich weiß gar nicht, ist der Schlenker noch selten? Der war damals extrem selten gewesen. Aber auch 300 Tage hier nicht im Shop gewesen. Das ist schon. Ist schon super. Aber ist jetzt auch nicht so, wo ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier meinen Lieblings-Emote. Einen coolen Emote, den ich halt immer habe, ist halt der Kronen-Emote. Den finde ich halt ganz lustig, weil man halt mit seinen Kronen flexen kann. Wie viele Kronen haben wir aktuell? 60 Kronen. Habe ich jetzt mal wieder reingemacht, um die Leute ein bisschen zu triggern. Aber Emoticons. Gibt es hier halt auch diese Klassiker, Leute. Season 2. Ja. So, hier das Herz-Emote halt. Wenn Leute das haben, ist halt selten. Ne? Das hat halt nicht jeder mehr. Und man sieht auch hier, wie einfach die Emotes angefangen haben. Und jetzt geht es ja hier langsam mit richtig krassen. Ah, das ist ja auch noch krass hier.
Das ist nämlich das Season Level 100er Emote. Wenn man nämlich den Banner bekommen hat, hat man auch ein Emote und ein Spray bekommen. Und dadurch ist das halt auch extrem selten. Und dann später hier, ihr seht halt hier, werden die alle animiert und alles. Oder hier, das hier, glaube ich, ist animiert. Ja, also wurden die immer besser, ein bisschen mehr mit Farbe und so. Aber wir kommen jetzt zum Highlight, Leute. Ihr habt lange gewartet, wir gehen jetzt rein. Ich will das Video, wie gesagt, auch nicht zu lang machen, weil es ist wahrscheinlich einfach schon zu lang, Leute. Und zwar die seltensten Skins. Ich habe jetzt nur die Top 20 ausgewählt aus dem Itemshop. Aber wir haben natürlich sehr viele Skins, die es gar nicht mehr gibt. Wie zum Beispiel Galaxy Skin, Blaumütze und so. Das sind jetzt gerade aktuell die Top 20 seltensten Skins. Die waren über 1000 Tage gefühlt alle nicht im Itemshop drin gewesen. Wir können ja mal durchgehen. Ich denke mal, die meisten von euch werden die gar nicht kennen. Also das sind hier wirklich Ranger. Das sind Benny Boy in dieser normalen Ranger-Variante. Auch der hier ist ein richtig cooler Skin, meiner Meinung nach. Der Cole-Skin, Vector-Skin. Könnt ihr mal echt in die... Das ist aktuell, Leute, der seltenste Skin überhaupt. Aus dem Itemshop 1168 Tage nicht im Itemshop drin gewesen. Der zweitseltenste ist Black Widow mit 1066 Tagen nicht im Itemshop drin gewesen. Der ist ja auch aus Star Wars sehr lange nicht. Finn-Skin war auch schon lange nicht drin, habe ich jetzt hier nicht mal ausgewählt. Also wir haben eigentlich wirklich... Aber Stranger Things, habe ich gehört, kommt bald eine neue Staffel raus. Glaube ich, dass die wieder drin reinkommen werden. Und die werden auch alle irgendwann, Leute, die Frage ist wann. Aber sie werden wahrscheinlich zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz wieder im Itemshop reinkommen. Leider sind sie nichts Seltenes mehr. Aber was uns keiner nehmen kann, sind unsere seltenen Battle Pass Skins, die wir uns natürlich damals durch den Battle Pass bekommen haben. Wir gehen hier wieder nach Seasons, Leute. Renegade Raider, müssen wir natürlich nicht drüber reden, ne? Das sind ja auch Itemshop-Skins, die halt irgendwann wieder drin waren. Ich habe nicht den OG Ghoul Trooper und ich habe auch nicht den OG Skull Trooper, falls das direkt einige fragen. Habe ich leider nicht, Leute. Wir haben die ganz normalen Varianten, hatte ich mir damals nicht gekauft gehabt. Ja, ist halt einfach so. Aber wir haben natürlich Captain Blaumütze. Müssen wir nicht drüber reden, Leute. Captain Blaumütze, da ist damals ein PlayStation-Exclusive-Skin gewesen. Wer den hat aus der Season 2, wird es nie wieder geben. Ein extrem seltener und cooler Skin, meiner Meinung nach. Der erinnert mich wirklich immer schön an die alten Zeiten zurück. Natürlich auch hier die Ritter und so, die es alle gibt hier. Rote Ritterin auch, ey Leute, das war damals mein Lieblingsskin gewesen mit. Blauer Knappe, dann natürlich hier schwarze Ritter. Das sind halt die ganzen Granaten, Leute. Die hier auch Missionsspezialist und so, die man einfach kennt, so wisst ihr. Weil... Die haben eigentlich meiner Meinung nach hier so auch der hier, Leute. Das hat Fortnite geprägt. Der Sensenmann, Leute. Der Fake John Wick. Wer hätte gedacht, dass der richtige John Wick dann irgendwann mal ins Spiel reinkommt? Der Wahnsinn. Der erinnert mich immer an Amar, weil Amar hat ihn damals immer Main gespielt. Wer erinnert sich noch zurück? Und es gibt ja auch von den Skinset mittlerweile extrem viele Styles. Hier zum Beispiel den Omega-Skin. Haben auch sehr, sehr wenige auf der maximalen Variante, Leute. Weil da musste man damals echt viel zocken. Ich habe ihn auf der maximalen Variante mir freigeschaltet, was sehr, sehr Besonderes. Ich glaube, irgendwo, warte mal, ist das hier noch ein Exclusive-Skin? Hier werden gleich noch ein paar Exclusive-Skins kommen. Vielleicht überdings ich die auch einfach. Ihr werdet sagen, oha, hier natürlich, Leute, Galaxy-Skin. Der war damals, Leute, boah, der Skin hat damals so viel Hype ausgelöst. Geisteskrank, wirklich geisteskrank. Ich liebe den auch, der ist... Bro, das ist so eine Erinnerung, Leute. Season 5 geht nicht mehr weg, ne? Dann hier die Valkyrie, auch der hier, Leute. Den Skin, der wurde auch ein paar Mal angepasst, weil die Schultern einfach so groß anfangs gewesen sind, dass man nichts sehen konnte. Und da hat man den auch irgendwie angepasst. Ist auch relativ ein nicer Skin, muss ich sagen. Ist halt auch ein Level 100er Skin. Ich muss sagen, irgendwie damals die Level 100er Skins waren ein Tick krasser gewesen, weil guck mal, Leute. Damals, das war hier, hat so angefangen und so einen fetten Skin hat man dann zum Ende bekommen. Auch der Drift-Skin. Ey, das ist auch... Ich habe immer das Gefühl, die spielen immer noch so Noobs, aber man sieht die halt ab und zu nochmal, ne? Den Drift-Skin, das ist schon so ein Ding. Dann haben wir hier den Reflex-Skin. Ich habe auch den dunklen Reflex-Skin. Ist ja auch, glaube ich, selten, ne? Weil der irgendwie so ein Special-Bundle, keine Ahnung. Ja, das Lama. Ich weiß gar nicht hier. Ich gucke einfach nur mal durch und... Ein paar Skins, die mich halt so an damals erinnern. Hier zum Beispiel auch auf der Wolf hier. Aus Season 6 damals, ey, das war auch so krass gewesen, als ich gesehen habe, dass einfach so ein Wolf als Final Skin drin ist. Schon wild eigentlich, ne? Auch hier so, das sieht krass aus, ne? Das ist irgendwie damals war Battle Pass ein bisschen geiler gewesen als heute. Heute ist ein bisschen relativ langweilig. Ja, Taucher-Skins hier.
Der Skin ist auch... Warte mal, ich glaube, der war selten... War der nicht selten gewesen wegen dem Anzug hier? Wegen dem Style? Ich glaube, der war selten wegen dem Style gewesen, weil den konnte man sich nämlich freischalten. Guckt euch mal die Schuhe an. Wie die aussehen. Also, auch was... Wir haben ein paar seltene Styles auch drinne. Hier, das war auch mal Level 100, das Skin gewesen. Guck mal, wie krass der aussieht, Leute. Bro, das ist so, sowas... Das sind Battle Pass Skins gewesen. Sowas kommt heute gar nicht mehr, sowas krasses rein. Auch hier, Leute. Boom, guckt euch das mal an. Wie wild die aussahen. Die hat man sich auch gerne freigeschaltet und hat gerne gegrindet. Guckt euch das an, Leute. Boah. Alter, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Hier, guckt euch da, wie das aussieht. Wie geil die Skins im Battle Pass aussahen. Auch natürlich der Gefangene, Leute. Absoluter OG-Skin musste man sich durch Challenges freischalten. Lol. Ich habe den in der Standardvariante gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er so krass aussieht. Wild. Auch die Challenges damals dazu waren geisteskrank gewesen. Ja, ist mittlerweile auch schon wieder 20. Natürlich hier, Leute, Iconics gehen, feiern ja viele. Ich finde ihn jetzt so okay. Ich glaube, ich bin gerade schon über auch viele Exclusive-Skins einfach geskippt. Auch hier, Leute, guckt mal. Das, ey, warum macht Fortnite das nicht mehr? Bro, es hat so angefangen. Boom, 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 boom. Konnte man sich hier diese krassen Variants freischalten. Wie geil ist das bitte? Leute, guckt euch das an, wie cool der Skin aussieht. Man spielt ihn zwar nicht, aber er sieht trotzdem nice aus. Das war der schlechteste. Ich glaube, das war auch ein Level 100er Skin, ne? So schlecht, peinlich. Will ich mir gar nicht angucken. Was man hier auch manchmal reinbringt alles. Ja, was gibt's noch so? Dann den, ich weiß gar nicht, ob der selten ist. Bigfoot ist, glaube ich, auch relativ selten mittlerweile geworden. Auch einen PlayStation Plus Skin. Das ist auch mittlerweile Season 9, ist auch schon... Das Xbox-Exclusive-Skin, Leute. Glaube ich, war das der gewesen? Ja, müsste der gewesen sein in lila. Auch extrem. Sehr, sehr wenige Leute haben den. Sehr, sehr selten. Sehr, sehr krass, meiner Meinung nach auch. Auf Anhieb jetzt hier noch ein paar seltene. Gucken wir mal hier. Boah, Battle Pass-Skin natürlich. Funkelmeisterin fand ich ein bisschen schlecht, dass man diese Wish-Variante reingebracht hat von der OG. Müssen wir auch nicht drüber reden, Leute. War damals ein Exclusive-Skin für die Xbox gewesen. Extrem selten. Sieht man ab und zu, aber ist wirklich schon sehr selten. Hier war ich ein bisschen fett gewesen, Leute. Ich Idiot, hab vergessen, mir die Variante freizuschalten. Ich weiß nicht warum, aber Season X habe ich auch nicht gefühlt. Leute, es war damals so, Season X war absoluter Müll gewesen. Und ab der Season 9 habe ich wenig gespielt und habe ich mir einfach diese geile Variante nicht freigeschaltet. Was ich jetzt ein bisschen... Was ein bisschen wehtut, muss ich sagen. Hätte ich gerne gehabt, habe ich nicht. Mein Fehler. Kann man auch nicht mehr rückgängig machen. Major Lazer. Natürlich Batman. Catwoman. Super. 1300 Skins sind das, Leute. 1300. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen. Lassen. Och. Leutnant immer grün. Der hier. Der ist auch selten hier. Ich finde den irgendwie geil, weil der so classy aussieht. Ich finde, optisch sieht er richtig cool aus. Ich mag so eine schlichten Skins eher. Wisst ihr, was ich meine? Auch natürlich hier PlayStation-Skin. Damals irgendwas PlayStation Plus-mäßiges. Der Midas Full Gold-Skin. Was auch eine Besonderheit ist, was sehr, sehr wenige Leute haben, Leute. Viele haben diesen Skin nicht auf Vollgold. Ich habe ihn auf Vollgold. Dafür musste man Level 350 erreichen, glaube ich. Leute, ich habe wirklich 3 Tage durchgezockt, dass ich das noch geschafft habe. Das war extrem schwer gewesen. Wenn ihr damit einen seht, dann wisst ihr auch, das ist ein absoluter Grinder. Auch nochmal so eine kleine Besonderheit, an der ich mich gerne zurückerinnere. Den Skin konnte man sich damals selbst zusammenstellen. Auch eigentlich was sehr, sehr Besonderes. Ich weiß nicht, was ich mir da gedacht habe, dass ich mir so einen Skin zusammenstelle, aber Travis, müssen wir nicht drüber reden, auch sehr, sehr selten. Über 700 Tage nicht im Shop drin gewesen. Hier noch der hier, auch hier aus Rette die Welt, ein extra Bundle gewesen, weil ich mir geholt habe. Ich glaube, der war jetzt wieder drin gewesen, der Bryce. Hier noch irgendwelche, auch aus dem Battle Pass, der Skits, auch cool. Nein, habe ich mir auch nicht freigeschaltet gehabt, oh. Ja, manche Seasons, Leute, habe ich halt, weil das die Aufgaben waren nervig gewesen. Und da hatte ich einfach irgendwann keinen Bock mehr gehabt, die freizuschalten, ne? Weil das auch manchmal echt dumme Aufgaben waren. Und das gleiche... Bereue ich jetzt auch, Leute. War nämlich hier auch so gewesen. Ich hätte so gerne die rote Variante gehabt.
Habe ich natürlich nicht. Selber meine Schuld. Was war das gewesen für Season Kapitel 2, Season 3? Ja, jetzt kommt das alles zum Vorschein, wo ich ein bisschen fauler gewesen bin. Auch ein seltener Skin. Gab es damals im Rette die Welt Bundle. Werdet ihr wahrscheinlich so auch nicht mehr gesehen haben. Ich denke mal, ihr werdet viele Skins nicht gesehen haben oder kennen hier aus dem Spind, bin ich mir relativ sicher. Ja, okay, Classy. Boah, Silver Server finde ich auch cooler Skin eigentlich. Haben wir natürlich, hier waren wir fleißig gewesen, Leute. Wir haben alle Superhelden-Skins auf Holo freigeschaltet. Sieht auch meiner Meinung nach relativ cool aus, hier auf Gold, hier Holo natürlich. Auch hier Dings natürlich auf Holo. Holo, boom, fertig. Dass ihr auch seht, da waren wir fleißig gewesen. Ich sag euch ehrlich, besonders hier, die werden auf Dauer, glaubt mir, die werden selten werden, ne? Umso länger natürlich das Spiel gibt, umso seltener werden die. Und umso mehr hat sich das ausgezahlt, natürlich die Variants freizuschalten. Ja, Fake Renegade, mittlerweile gibt es ja 20.000 Fake Variants vom Renegade. Super, danke für nichts. Ich muss mal sagen, der T800-Skin feiere ich auch, der sieht einfach sick aus. Ich glaube, oh, hier der Condor-Skin, Leute, guckt mal, auch hier auf der Full-Variant, Gold-Variant, das gab es damals auch im Battle Pass. Habe ich mir natürlich auch freigespielt, weil das war nur mit Level gewesen und keine Aufgaben. Haben wir auch auf Fule Granate. Flash der Paulberger. Das ist auch ein seltener Skin, Leute. Roboray. Kapitel 2, Season 6 gab es den nämlich im Rette die Welt Pack. Werdet ihr auch sehr, sehr selten sehen. Ist ein sehr nicer Skin, weil er echt dünn ist und optisch auch sehr sick aussieht. Finde ich, ist einer meiner Lieblingsskins. Muss ich mal direkt als Favoriten hier auswählen. Prinzessin Felicitas Fisch. Super. Warum? Muss man haben. Sollte man haben? Ja, müssen wir nicht drüber reden, Leute. Habe ich auch die Gold-Variante. Absolut brutaler Skin. Einer meiner auch Favorites Battle Pass Skins. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Haben wir auch auf maximal hier Agent Jonesy. Auch, muss ich sagen, warte mal, war das der gewesen? Ja, auch ein, Leute, könnt ihr auch sagen, was ihr wollt. Aber auch ein sehr krasser Level 100er Skin, glaube ich, war das gewesen. In Gold. Guckt euch das an, optisch gesehen. Absolut sick. Ich glaube, das war mit einer der ersten Crew-Paket-Skins. Dann natürlich Lara Croft, auch auf Gold. Müssen wir mal nicht drüber raiden. Das ist ja auch einer aus Rette die Welt. Werdet ihr auch nicht so oft gesehen. Ich denke mal, werdet ihr auch gar nicht kennen, das Ding. Haben wir natürlich auch auf Full Holo, Leute. Auch ein sehr, sehr besonderer Skin. Besonders hier in der verschiedenen Variants. Wildes Ding, wildes Ding, wildes Ding. Müsste ich mal wieder Skin-Contest auswählen. Ja, Leute, das war so eine kleine Überblick von meinem Spind gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ich hoffe, es ist nur ein kleiner Überblick, Leute, sonst würde das Video wahrscheinlich 3 Stunden gehen. Das war's gewesen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr auch so einen Spind haben wollt, im Itemshop, ihr wisst natürlich, Creator-Code, Stani eintragen. Tschüss.